Was tut sich denn jetzt in der Löwelstraße noch? Also vor allem jetzt wird noch einmal gewählt. Also es geht ja noch immer zur Sache. Und noch einmal der Aufruf, bitte wählen zu gehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und deshalb wird dann gefeiert, wenn man einmal weiß, wie das Ergebnis ist. Wichtig ist, dass man ein gutes Gefühl haben kann. Wir haben in den letzten Monaten alles gegeben, haben wirklich versucht, Wien gut durch diese Krise zu führen. Und so gesehen ist es ein gutes Gefühl, auch heute hier bei Ihnen zu stehen und diese Kurzanalyse auch so treffen zu können. Dem Bürgermeister sagt man danach, er hat in seinem Wahlkampf alles richtig gemacht, keine Fehler gemacht, dürfte alles gepasst haben. Die Umfragewerte prognostizieren auch zumindest einmal ein Plus. Das wird auch der Bundes-SPÖ wahrscheinlich einen Aufwärtsschub geben? Ja, aber so wie man immer sagt, und das ist natürlich korrekt, es geht heute um Landeswahlen und deshalb ist es für uns einmal wichtig, hier in Wien ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und das sind wir den Wienerinnen und Wienern natürlich auch schuldig und da haben wir eben vieles, vieles dafür getan in diesen letzten Monaten. Der Bürgermeister einen grandiosen Job und er ist einfach der Mann, der dieses Vertrauen auch genießt, der Wienerinnen und Wiener. Das soll so bleiben und so gesehen hoffen wir, dass wir dann nach auch das richtige Ergebnis zu beklatschen haben. Unser Wien in besten Händen prangert da über der Parteizentrale. Das war der Slogan für die Wahl. Wird auch die Wirtschaft und die Finanzagenda und Agenten in Ihren Händen bleiben nach der Wahl? Das entscheidet wie immer der Bürgermeister und das ist sein gutes Recht, seine Mannschaft sich dann zusammenzustellen und er wird das sicher wissen, wie denn sein Team der Zukunft auch aussieht. Für mich war wichtig, dass wir mit über 39 unterschiedlichsten Instrumenten und Förderungen in dieser schwierigen Covid-Zeit alles unternommen zu haben, um die Arbeit und die Wirtschaft perfekt zu befeuern. Ich glaube, das ist ein Stück weit gelungen. Dieser Weg ist nie zu Ende, weil leider auch diese Covid-Krise noch nicht durchstanden ist. Und so gesehen gibt es noch sicher vieles, was hier gemacht werden muss. Und der Bürgermeister wird das dann zum richtigen Zeitpunkt auch klarstellen. Abschließende Frage nur noch ganz kurz. Wer wird jetzt heute alle im Rathaus dann abschließend dabei sein? Wer wird mit dabei sein, wenn die ersten Ergebnisse, die ersten Hochrechnungen präsentiert werden? Bis hin zur Bundesparteichefin, alle dabei? Ich bin sicher, dass alle dabei sind. Wien ist das Zentrum von Österreich und das soll auch in der Form zelebriert werden und deshalb werden sicher auch alle anwesend sein.